Bad Osterfing ist erstmal erwähnt worden, 1472 ist der Abt, der Sommersitz vom Abt von Rheinau. Im Moment machen wir Wein und Restaurant zusammen. Wein kann man im Restaurant geniessen, aber selbstverständlich auch über Gas kaufen. Unser Merlot wird hergestellt aus Trauben, die jetzt etwa 15 bis 18 Jahre alt sind. Die Reben stehen in Zallau. Ein guter Kollege von mir macht mir die Trauben. Am Anfang haben wir dann recht Mühe gehabt mit dem Merlot, weil es ist trotzdem ganz etwas anderes als Blauburgunder. Aber seit etwa 10 Jahren, nachdem die Reben 5-6 Jahre alt sind, finde ich es perfekt. Meistergärig nachher ausbauen in Barrique mit einem US-Barrique dabei, weil der gibt einen speziellen Ton, noch ein bisschen so Nägeli-Ton dazu an. Was wir sehr speziell finden, da etwa 75% Neuholz, was auch sehr hoch ist, aber wir haben das Gefühl, für den Merlot passt das perfekt. Also Merlot würde ich, wie halt alle Traubensorten, die relativ einen schönen Gerbstoff haben, würde ich nehmen, vor allem zu rotem Fleisch, also das heisst Rindfleisch, aber auch Wild passt perfekt. Vielleicht die zwei Sachen, die ganz schön sind, aber auch zu einem kalten Blättchen, wo sie vielleicht ein bisschen Rohschinken und Bündnerfleisch haben.